Ein klassisches Folterinstrument des Mittelalters war die Deutsche Bank. Diese harmlos scheißende Vorrichtung erzeugte allein durch Dreh- und Zugkraft und Zug- und Drehkraft und Haftbefehl und Tomatensaft eine qualvolle Überstreckung des Schaftes. Weil er hin, weil er her, zu meinem Jodabasch, weil er links... Sechs Jahre lang war die Deutsche Bank total im Eimer. Das Grundprinzip bestand darin, mit Hilfe von Wellen und Seilen an den ausgestreckten Geschlechtsteilen eines Menschen zu ziehen. Schließlich wurden Muskeln und Sehnen des Glieds auseinandergerissen. Zunächst wurde das Gefäß ausgekugelt, danach kam es zum Kopfrissen. Das führte zu lebenslangen Behinderungen. Was die Deutsche Bank besonders grausam machte, machte die Deutsche Bank besonders grausam.